Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Willenskraft reden und ich möchte auch eure Meinung erfahren. Ja, was denkst du über folgende Idee? Ich habe letztens von der Idee gehört, dass Willenskraft etwas ist, was man verbraucht. Ja, am Anfang hat man eine bestimmte Menge an Willenskraft und man verbraucht sie während des Tages und am Ende des Tages hat man kaum noch Willenskraft übrig und deswegen ist man am Abend anders drauf als am Morgen. Ja? Am Abend da schaut man vielleicht fern oder man isst Süßigkeiten und all sowas. Und es ist eine sehr interessante Idee. Und es gibt ein paar Studien dazu, die angeblich bestätigen, dass Willenskraft verbraucht wird. Es gibt aber auch Argumente dafür, dass diese Studien nicht gut durchgeführt worden sind oder nicht gelten oder dass sie widerlegt wurden. Ja, es gab zum Beispiel die eine Studie, dass man den Leuten gesagt hat, okay, also den einen Leuten hat man gesagt, merkt euch diese siebenstellige Zahl. Ja? Und der anderen Gruppe B, hat man gesagt, merkt euch diese dreistellige Zahl. Und dann hat man beiden Gruppen die Wahl gegeben zwischen Salat oder Kuchen. Die Leute, die sich anstrengen mussten, diese siebenstellige Zahl sich zu merken, die haben den Kuchen öfter gegessen als den Salat. Ja? Also die Studie wollte halt damit belegen, dass dadurch, dass du halt dich anstrengen musst, diese Zahl auswendig zu lernen, dadurch verbrauchst du deine Willenskraft und deswegen isst du dann halt das, was nicht so gesund ist, anstatt den Salat zu essen, was gesünder ist. Ja? Diese Studie wurde allerdings auch widerlegt, habe ich gehört. Ich bin mir nicht so sicher. Das andere, was ich letztens gehört habe, ist, jemand hat erzählt, wie er bei einer Show mitgemacht hat. Ja? Er hat bei einer Show mitgemacht und bei dieser Show wurde er fast den ganzen Tag lang gefilmt. Ja? Er wurde den ganzen Tag lang gefilmt und das hat all seine Willenskraft verbraucht. Ja? Und deswegen meint er, hat er nicht mehr Willenskraft übrig, gesund zu essen oder aggressiver zu sein. Ja, also er meinte, dass er halt sehr gerne so ein bisschen Leute neckt oder rhetorisch. Also ein bisschen, auch im Deutschen würde man sagen, auf die Kacke hauen. Ja? Dass er die Leute ein bisschen ärgert. Ja? Also einfach nur als Teil seiner Persönlichkeit, um so ein bisschen spaßig zu sein. Ja? Um so ein bisschen so ein bisschen mit den Leuten zu reden. Aber stattdessen, weil er diese Willenskraft nicht mehr übrig hatte, war er sehr passiv. Ja, er war sehr passiv, weil er eben keine Willenskraft mehr übrig hatte, weil die Kameras die ganze Zeit auf ihn gerichtet waren und deswegen hatte er kaum noch Willenskraft übrig. Ja. Also die Frage ist jetzt wirklich, die ich mir stelle und vielleicht hast du dazu auch eine Idee. Ist Willenskraft etwas, was man verbraucht? Ja? Ich merke bei mir, dass ich am Morgen mehr Energie habe als am Abend.
Am Abend läuft alles viel schlechter als am Morgen. Ist das bei dir auch so? Bist du am Abend auch sehr geschafft und hast keine Willenskraft mehr? Oder ist es bei dir vielleicht anders? Bist du der Meinung, dass man Willenskraft verbrauchen kann? Ich bin gespannt, was du so denkst. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!